Hallo, grüß euch beim neuen Video. Bitte 10. 2070. Nochmal die 38. Ein Supermagen mit Licht, wie ihr sehen könnt. Die 2070. Das heißt nochmal mit dem Schuhwagen, Spezialwagen, gibt es nicht. Aus der Sonderedition Superman. Im Magazin-Wagon, wie man es erkennen kann, was man, glaube ich, ich hoffe, man kann es lesen, aus den 90er Jahren. Das ist der Wert Maschinen drinnen transportiert, das ist von der Firma Pola, wie man sieht. Den Schwertransportwagen habe ich auch schon länger. Es gibt dieses Mal, der Müllwagen auf dem Transportwagen ist nicht original dazugehörig. Den habe ich selbst draufgestellt. Die Fahrzeuge, die bei mir beim letzten Video auf der Eisenbahnanlage hier vielleicht damals gesehen habe, sind nicht alle von derselben Firma, wahrscheinlich auch großteils. Und die habe ich in Wien gekauft, in der Wien-Neubaugasse. Aber das, wie gesagt, vielleicht schon mal erklärt, das Dach ist ein Spitzlichtwort. Ich glaube, in dem Gebäude, wo das Geschäft zur Miete war, ist wahrscheinlich jetzt ein anderes Geschäft. Ich weiß nicht, ob das Gebäude noch steht. Ich war schon lange nicht mehr in Wien in der Neubaugasse bei diesem Gebäude. Und das war sehr lange ein sehr beliebter Treffpunkt für Modelleisenbahnansammler und Modellbauer. Da war ich sehr gerne zu Gast. Bis das leider geschlossen hat und ein anderes Geschäft oder etwas anderes einen Platz gefunden hat, dann war ich lange in keinem Fachgeschäft einkaufen. Habe mir dann über Internet, Märklin-Webseite, einen Händler in Wien, 11. Bezirk, in Simmering gefunden, in der Quellenstraße, sagt den Leuten, den YouTubern in Deutschland wahrscheinlich sagt, der Name ist Quellenstraße, ist wahrscheinlich nichts. Nur jemand, der in Österreich bzw. in Wien wohnt, weiß, wo im 11. Bezirk die Quellenstraße Straße befindet, wo das Modelleisenbahnfachgeschäft, ich mache jetzt mal Werbung für dieses Fachgeschäft, das Firma Ritter, die verkauft unter anderem nicht nur Märklin, sondern auch andere Produkte, also Modelleisenbahnprodukte. Und auch Gebäude der Firma Faller. Die Gebäude habe ich allerdings nicht im 11. Bezirk gekauft, sondern schon auch in verschiedenen Geschäften, aber großteils ja, sind die geschenkt eigentlich, wenn man es genau nimmt. Das ist egal. Über die Gebäude möchte ich jetzt nichts erzählen. Was ich euch vielleicht schon einmal in einem Video erzählt habe, ich habe ja auch Gebäude aus der ehemaligen Tschechischen Republik. Die sind auch im Original in dieser Sprache beschriftet. Und von einer war eine ältere Dame, beziehungsweise eine Familie, die mit meiner Großmutter befreundet war. Die ältere Dame, also Frau, damals gut gesagt, hat in derselben Gebäude gewohnt, derselben Etage wie meine Großmutter. Die Familie von dieser Dame, der Enkel von dieser Frau, hatte auch eine Modelleisenbahn offensichtlich. Hat das vermutlich aus gasttechnischen Gründen hergegeben. Geschenkt hat er mir damals, wie gesagt, die Züge und die Gebäude, aber keine Schienen, weil die Schienen waren vermutlich, ich weiß nicht, wie viele Schienen da. Wie man damals gesammelt hat, aber die waren zum Versenden mit der Post offensichtlich damals zu teuer. Also hat er sich vermutlich seine eigenen Schienen irgendwo in der Tschechei verschenkt oder verkauft, keine Ahnung, was er damit gemacht hat, aber wer die bekommen hat, weiß ich leider nicht. Aber es ist nichts zur Sache und deswegen steht hier die Männchen, die habe ich. Vielleicht noch nicht, was ich noch nicht erzählt habe, diese Figuren habe ich
sondern etwas länger. Die habe ich dann selbst mal sie dran geklebt. Habe ich dann irgendwann einmal gekauft. In Simmering, diesem besagten Fachgeschäft. Und ja, nicht schon ein bisschen über 5 Minuten. Ich hoffe, dieser gemischte Güterzug mit Kryptonit. Wie jeder weiß, wer die Serie oder die Kinofilme von Superman mitverfolgt hat, weiß, dass dieser Superheld und Kryptonit, das verträgt sich miteinander nicht. Also da verliert er, jeder weiß, seine Superkräfte. Und auf Anlass dieses Filmes hat das McLean-Mini-Überflug anlässlich dieses Films diesen Waggon auf den Markt gebracht. Ich mache jetzt Werbung für den Club, gibt es wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber der hieß damals FC McLean, in den 90er, 2000er Jahren vielleicht sogar noch, gab es den Junior-Kinderclub FC McLean und der hat verschiedene Produkte rausgebracht und das nicht in 6 Minuten schon mittlerweile, also ich mache jetzt auf dieser Durchfahrt der Züge dann Schluss und ich hoffe, wie gesagt, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Gerd.